was uns sehr, sehr stolz macht, ist, wie oft das eigentlich kopiert wurde. Wir waren ja wirklich die erste Art Week und dann ist später gekommen Berlin und verschiedene, es gibt ja ganz, ganz viele schon. Bei vielen haben wir auch geholfen, das also quasi aus der Taufe zu heben. Die sind zu uns gekommen, haben Gespräche geführt, wie wir das aufsetzen und das freut uns eigentlich sehr. Hier arbeiten Künstlerinnen, die unglaublich spannende Arbeiten produzieren, dass wir unglaubliche Museen haben, zwei Kunsthochschulen, Ausstellungshäuser, Künstlervereinigungen. Und das zu zeigen, war eigentlich uns sehr wichtig. Zuerst war die Idee, eigentlich viel mehr nach außen das zu zeigen, dass man Leute auf der ganzen Welt, das macht es auch das Programm in Englisch und wir haben sehr viele Leute eingeladen. Und dann ist uns eigentlich auch bewusst geworden, dass das auch den uns selber gar nicht so bewusst ist, vor allem den vielen Entscheidungsträgern gar nicht so bewusst ist, welche Bedeutung Wien als Kunststadt hat. Ich glaube, in vielen Arbeiten geht es eher auch um sehr persönliche Leidenschaften oder Beziehungen. Und es war für mich auch sehr wichtig, auch heteronormative sexuelle Identitäten zu hinterfragen und auch Beziehungen und auch aufzuzeigen, dass es sehr unterschiedliche Facetten von Liebe und Leidenschaft gibt. Und wir sprechen wirklich auch aus der treibenden Kraft und den Emotionen, die jemanden antreiben, etwas zu tun. Also auch die starken Gefühle oder auch Revolution, auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, aber auch aus sehr persönlicher Sicht. Und auch die Beziehungen zu zum Beispiel nicht oder die nichtmenschlichen Beziehungen wie zum Beispiel die Pilze, die unterirdisch ihre Netzwerke bilden. Inciting Passion ist heuer unser Thema und dieses Thema mit der Leidenschaft, ich glaube, ja, zieht sich durch das gesamte Programm. Leidenschaft ist ja ein sehr ambivalentes Thema, steckt ja auch das Thema Leiden drinnen, über die Ausstellung hier im Haus, die wir hier kuratiert haben, bis hin zu Dialogveranstaltungen. Überall beleuchten wir verschiedene Aspekte des Themas Passion, Leidenschaft, Liebe. Was wir versucht haben über die letzten vielen Jahre, ist tatsächlich eine Öffnung. Eine Öffnung über jetzt nicht nur, ich sage mal, den Kern der Programmpartner in unserem Verein mit ein bisschen mehr als 20 der großen Institutionen, sondern sehr stark eingebunden haben natürlich die Kunst- und Künstlerinnen-Szene mit den Open Studio Days. Wir haben es aber auch versucht mit der Inklusion von vielen, vielen Kunsträumen, Artist Spaces, natürlich auch einer ausgewählten Gruppe der Top-Galerien. Und was uns auch, glaube ich, ganz wichtig war in den letzten Jahren, dass wir, okay, der Fokus ist auf diese eine Woche, da bündelt sich alles. Aber wir versuchen, diese Community der Kunstszene über das gesamte Jahr zu stärken. Wichtig ist uns aber trotzdem immer noch, nämlich von Anfang an war das ein wichtiger Punkt, auch international auszustrahlen und zu vernetzen.